Ich habe hier neue Stammesangehörige für mich gewonnen und habe den ersten der beiden nach Hause gebracht. Und als ich wiederkomme, kommen mir hier drei Barbaren entgegen und schleppen meinen neuen Gefolgsmann ab. Ja, die haben sich von mir gar nicht stören lassen. Ich war so verdattert. Wenn ich jetzt hier in meine Liste gucke, dann steht hier, Feuersteinstammbarbar wird in einer Stunde 47 geopfert. Das müsste Realtime sein. Jetzt schauen wir mal, ob wir den befreien können. Da ist einiges los. Wir fangen mal mit dem hier an, denke ich. Nummer 1. Also den Speer voll ausge... Oh, da habe ich nicht getroffen. Warum nicht? Den Speer voll... Ja, okay. Ausgelevelt zu haben, macht auf jeden Fall im Singleplayer absolut Sinn. Das ist schon eine große Hilfe. Ah. Musstest du gerade wegrennen? Der geht dahinter, okay. Dann holen wir uns kurz den Gärtner. Dann wird er auch gleich kommen, ja. Oh oh. Nicht gut. Aber auch nicht schlimm. Was wir vermeiden wollen, ist, dass es einen Alarm gibt. Was bist du für ein Level? Nee, dich will ich nicht. Wenn ihr glaubt, ihr könnt meinen besten Kämpfer hier... Die sind alle außer Sichtweite. Als erstes machen wir mal das Ding hier kaputt. Na, dass es keinen Alarm gibt. Was bist du? Level 12. Okay. Dann holen wir uns ihn oder sie. Nein, halt. Ach, komm. Wo ist denn mein Barbar? Der ist doch hoffentlich hier in den Käfigen, oder? Wenn der nämlich da hinten schon ist, am Opferplatz, dann müsste ich mich hier einmal komplett nochmal durchs Camp kämpfen. Das würde ich eigentlich gerne vermeiden. Ei. Okay. Wer bist du? Wer bist du? Ich würde dich ja gerne mitnehmen, da die Kleine. Gar nicht gut. Schade.
Okay. So, ist der hier in den Käfigen? Barbar Level 24. Barbar Level 15. Das ist alles nicht meiner. Aber so ein 24er Barbar. Kann ich den hier rausholen? Ich habe das schon einmal gemacht. Nein! Verdammt. Ja, das heißt, der ist tatsächlich am Opferplatz. Das ist ein sehr, sehr, sehr langer Kampf. Ja, da findet schon die Zeremonie statt. Das war ein Häuptling, den habe ich gerade erledigt. Ich habe mich schon ziemlich gut durchgekämpft, bin aber auch einmal gestorben. Hi. Okay. Level 14, 15. Die Tiere interessieren uns nicht. Ah, da. Okay. Ich muss mal eben kurz heilen. Na komm, geh da hoch. Was ist das? Feuerstein-Anführer? Der ist schon da? Wieso ist der schon da? Alpaka, was haben wir da?
Ja, da kannst du ruhig hinschlagen. Weil du bist nämlich groß und ich bin klein, Edge. Das war's. Das war's. Kann ich noch was tragen? Ja, ich kann noch viel tragen. Huch. Na? So, da ist meiner. Da sind noch 18, 15, 13. Ja, da gehen wir mal so rein. Okay. Level 20 Priester, okay. Ups. Hat sich ausgepriestert. Und du auch noch. Okay. Yay. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn gerettet. Ja, sonst scheint hier ja keiner mehr zu sein. Wachsamkeit ist gefallen. Da sind die Alpaka. Was mache ich jetzt mit dir? Retten. Und? Ne, er folgt mir sowieso, genau. Folge mir, wunderbar. Chili, Gerbflüssigkeit, Hefe, Silbererz. Okay, und was haben wir auf der anderen Seite? Also wir müssen noch gucken, was der Priester dabei hatte, ne? Was ist das? Können wir mitnehmen? Oh ja, Bananen für unseren Affen. Sehr gut. Wie geht's denn dir eigentlich? Du hast was zu essen dabei. Du hättest hier die... Damit kannst du dich natürlich verteidigen, ne? Du siehst ein bisschen abgemagert aus, dass sie dich opfern wollten. Na gut. Salz. Das ist das, was der Priester dabei hatte. Die vergifteten Pfeile. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben den neuen Stammesangehörigen gerettet. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.